Wenn Oberstudienrat Lutz Lüders eine Reise tut, dann hat er schon im Vorhinein viel zu erzählen. Denn dann hat er zeitgerecht alle verfügbaren Prospekte, Homepages und Reiseführer über sein Ziel studiert. Und unterwegs hat er das Wichtigste in Kopie mit. Oder in seiner Ausdrucksweise hat sie bei. Denn Oberstudienrat Lutz Lüders ist Deutscher, mehr noch deutscher Deutschlehrer. Vom Scheitel bis zur Sohle, ganz alte Schule. Diese alte Schule heißt übrigens Hermann-Löns-Gymnasium und ist in Lüneburg, wo die Spitzensteine schon recht spitze Steine sind. Wenn Oberstudienrat Michael Martelbauer eine Reisegruppe empfängt, dann hat er ebenfalls sehr viel zu erzählen. Denn er ist Kustos im fachweltberühmten ersten alpinen Skibindungsmuseum Sammlung technischer Radingenieur Adolf Aufschneider in der Obersteiermark. Ehrenamtlich. Sein Geld verdient auch er als Deutschlehrer als österreichischer. Seine Schule heißt zwar nur schmucklos Bundesgymnasium Murau, aber Michael Martelbauers Titelschmuck, der kann sich sehen lassen. Neben dem bereits erwähnten Kustos umfasst sie einmal Magister, einmal Professor sowie ebenfalls einmal Oberstudienrat. Wenn Michael Martelbauer seinen Namen zu Protokoll geben muss, dann pflegt er zu sagen, fangen Sie ein bisschen links mit dem Schreiben an, es wird länger dauern. Mit einem schmunzelnden, es wird länger dauern, beginnt er auch jetzt die Führung für die Lüneburger Reisegruppe, aus der Lutz Lüders nicht nur körperlich herausragt, sondern auch, weil er die dickste Mappe mit Reiseunterlagen bei hat. Die Schlösser Oberplanitzen und Unterplanitzen haben die Leute heute schon gemacht. Ein original obersteirischer Gstanzlabend beim Kirchenwirt in Niederwölz steht noch bevor. Jetzt aber sind alle ganz heiß auf die Skibindungen. Das spürt Michael Martelbauer geradezu. Dann präsentiert er gleich einen echten Hammer, eine Original-Bilgeri-Bindung. Stolz führt er aus. Oberleutnant Georg Bilgeri hat 1892 die ersten Skikurse in Gageln in Vorarlberg veranstaltet und an dieser Stelle meldet sich Oberstudienrat Lutz Lüders zu Wort. Herr Martelbauer, so kann man das doch nicht stehen lassen. In Mittenwald, in Bayern, da gab es bereits in Bayern um 1890 die ersten Skikurse. Oberstudienrat Martelbauer überhört diesen lächerlichen Einwand jovial um 1890, völlig unwissenschaftlich. Als nächstes geht er auf die Leistungen des Museumsgründers Ingenieur Aufschneider ein. Ohne ihn hätte es keine Langriemen-Skibindung gegeben, sagt er. Und schon wieder kann Lutz Lüders nicht an sich halten. Herr Martelbauer, die erste Langriemen-Skibindung, genüsslich lässt er das S und das K nacheinander aus dem Mund, entwickelte schon Stefan Spatzinger in Garmisch im Jahr 1932. Jetzt wird Oberstudienrat Professor Magister Martelbauer aber krank. Spatzinger, das ist in Expertenkreisen längst geklärt, hat den Fangriemen zwar angedacht, aber dessen Abart, den Langriemen, aber wozu sich aufregen? Zwecks Ironie beschließt er, seinen Vortrag vermehrt mit obersteirischen Sch-Lauten zu würzen. Meine Damen und Herren, setzt er fort, hier haben Sie die Original-Skibindung mit Stahlplatte, auf welcher der Österreicher Beppi Stegler bei der Ski-WM 1962 mit der Startnummer 23, Herr Martelbauer, fährt Lüders dazwischen, Stegler hatte niemals bei einer Ski-WM die Startnummer 23. Die 23 hatte damals Willy Bogner aus Deutschland. Wir blenden uns an dieser Stelle oder auch Stelle aus dem Dialog aus. Der wesentliche Benimmfehler ist längst vorgekommen. Worin bestand er?